Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ja, wir haben im letzten Part den Poseidon-Tempel angefangen zu erkunden, beziehungsweise haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass der gerade noch ziemlich sinnlos ist. Und sind dann wieder zurück zu den Katakomben. Da gab es ja auch noch ein paar Ausgänge. Und sind jetzt hier in so einem riesigen Wasserraum. Und haben unser Spirit verloren, zum Glück. Denn unter Wasser ist so ein Talisman gewesen. Und daran wird er anscheinend zerstört. Was ich natürlich sehr schön finde. Denn jetzt können wir ja auch hier entspannt und in Ruhe klettern. Und nicht Angst haben müssen, dass uns gleich so ein. Dass uns das Vieh gleich einfach umbringt. So, der einzige Gegner, der jetzt gerade noch hier in der Nähe ist, ist der Skelett hier links von uns. Aber ich denke mal, der wird uns nicht so viel Probleme machen. So, jetzt können wir von hier aus nach da hinten klettern, zu dem nächsten Schalter, das ist sehr gut. Da ist zwei Skelett gerade gespawnt. Also entweder lag es da vorher schon rum, ich habe es einfach nicht gesehen, ist einfach gerade nur aufgestanden, oder es ist einfach wirklich gerade gespawnt. Weil rumgelaufen ist da nur eins. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da ist das Spirit wieder zurück. Hey. Cool, danke, dass du da bist. Zum Glück. Ich habe dich so vermisst. Oh mein Gott. Mein Schatz, ey. Vielleicht ist das Ganze ja auch einfach nur zeitgesteuert. Mit dem Spirit aufhalten, dass ich jetzt hier einfach wieder hinschwimme. Und der wird jetzt wieder seinen Place suchen in dem Ding. Und schwimmen wir jetzt einmal weg. Es kann durchaus sein, dass es einfach wirklich zeitgesteuert ist. Müssen wir wieder rauskommen. Das schaffe ich von hier aus. Müsste ich eigentlich schaffen. Glaube ich mal. Oder schaffe ich den? Ja, komm, egal. Ich probiere es einfach. Ja, doch. Sieh sie. Jetzt sind nämlich die Blöcke auch höher. Und jetzt kommen wir auch da oben an diesem an diese Kante da dran, wo wir im letzten Part vergeblich versucht haben, dran zu kommen. Jetzt brauchen wir uns nicht mehr festhalten. So. Bitte einmal hier rüber. Und die Ecke Biskroft. Thank you. So. Perfekt. Mal schauen, was hier so liegt. Wäre funny, wenn das jetzt irgendwie echt nur zu so einem Secret führen würde. Das wäre richtig lustig. Ich sehe schon, wie unser guter Freund gleich wieder da ist. Oder der hängt was. Ist das. Das ist, glaube ich, der erste Zacken für einen der Poseidon-Typen. Ja, das sieht ziemlich nach einem Zacken aus. Ja, was? 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 Warum? Was ist los? Sollte es einfach nur sagen, hier ist gefährlich, weil ist tief? Oder warum ist die Musik gerade so abgegangen? Oder wegen den zwei Skeletten? Die sind jetzt nichts Neues, die waren im anderen Raum genauso. Ist aber schön, dass ich wieder Seil schwingen darf. Das macht mir wirklich Spaß. Nee, aber wenigstens
Es ist nur ein Seil. Auch wenn die Kamera keinen Bock hat, darauf zu zeigen. Und ich jetzt einfach raten muss, wo die Seile sind. Lara, möchtest du vielleicht nach vorne gucken? Nach vorne. Nein, okay, schade. Ein Versuch war es wert. Oh, hat aber geklappt. So, bitte einmal aufhören zu schwingen. Thank you. Oh, falsche Taste. Wie weit? Ich glaube, ich mach's lieber von da aus. Ich glaube, es ist ein bisschen sicherer. Wow, was ein Anschwung. Mensch, da hast du ja ganze Kraft reingesteckt. Ich glaube, ich sogar dafür gedacht, dass man von hier aus den Anschwung nimmt. Mädel, würdest du bitte springen, wenn ich springen drücke? Das wäre echt supi. Hi. Darf ich bitte durch? Okay, schade. Hier ist nicht nur Platz für uns drei. Also bitte nimm mal ein bisschen Abstand. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Hallo. Ganz chillig. Ich sagte ganz chillig. Schü. Mensch. Die sind aber auch aggressiv. Okay, speichern. Nicht, dass ich gleich sterbe. Sterbe ich jetzt beim Speicherpunkt? Ja, tue ich. Okay. Dann lade ich nochmal. Genau deswegen speichere ich, by the way, auf immer neuen Speicherpunkten. Damit genau so was nicht passieren kann. Weil das ist natürlich das Problem an den älteren Spielen. Hier war nichts drin. Hier war nichts drin, oder? Ich gucke einfach mal. Ne, hier ist nichts drin. Okay. Dann werde ich einfach hier hochgehen. Von hier aus versuchen zu springen. Hat geklappt, sehr schön. Danke. Bye bye. Oh, Mist. Hätte fast geklappt. Ich bin zumindest da gewesen. Boah, diese Skelette, ne? Das ist alles nicht wahr. Jetzt ist der Spirit weg und dann kommen die nächsten nervigen Gegner, oder was? Dass die sind auch. Die sind ja. Zu dritt stehen die hier auf einer Ebene, wo selbst für eine Person einfach kaum Platz ist. Und die schieben mich einfach die ganze Zeit hin und her und hin und her. Oder blockieren mich und so. Das ist einfach fantastisch. Ich kann mich nicht bewegen. Weil mich einfach hin und her schieben. Und dann sind hier überall so diese scheiß Kanten und Lücken und Mann. Speichern. Tschüss. Gottes Willen, Alter. Die Drecksviecher. So. Wo auch immer ich jetzt bin. Ich hoffe, wir sind keine Skelette. Ah. Wäre auch zu schön gewesen. Aber direkt die nächsten Zacken. Sehr schön. Immerhin. Wie der mich einfach durch den Stein getroffen hat. Arschloch. Lara. Lara.
Tschüss. Sehr schön. Fehlt noch einer. Ob wir den bekommen oder ob ich den verpasst habe, das werden wir wahrscheinlich sehr bald herausfinden. Na. Nein. So. Willst du die Vasen zerstören? Ja, geht doch. Ja, siehst du, lohnt sich nämlich. Schön ein paar Pfeile. Ja, muss haben wir noch nicht benutzt, ne? Außer jetzt einmal in diesem. In diesem Spiel Freizeitpark-Ding da, wo man die Armbrust benutzen musste. Aber so freiwillig benutzt haben wir die, glaube ich, noch nicht. Geht's noch höher? Nee. Okay. So, ich hoffe echt, ich habe nicht den letzten Zacken übersehen. Ich hoffe, der ist hier irgendwie so im Weg. Ach, guck mal, wo wir sind. Da sind Treppen, die ich meinte. Die wir nochmal einholen müssen. Gott, Hilfe. Da kamen wir her. Ich bin direkt mal nach hier oben. Gucken, was uns hier noch erwartet. Hallo. Vasenparadies und ein Skelett, natürlich. Sag mal, wie viele Skelette sind denn in diesem tollen Zeug hier, Alter? Das kann nicht sein. Okay, mein Spirit hätte ich hier direkt wieder verlieren können. Das wäre natürlich super gewesen. Aber leider, ja, habe ich dies nicht gesehen. Beziehungsweise war ich hier nicht. Gut, das war ziemlich sinnlos. Das war echt der sinnloseste Raum, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich irgendwo einen Dreizack übersehen habe. Denn hier ist nichts. Aber der Raum ist, glaube ich, echt einfach nur dafür gewesen, den Spirit zu verlieren. Und da ich den Raum hier nicht betreten habe und mein Spirit jetzt schon nicht mehr habe, bringt mir das ziemlich wenig. AKA, ich gehe den Weg hier nochmal runter. Haha. Tschüss. Und hoffe mal, dass ich da unten irgendwie noch den letzten Dreizack finde, weil das wäre echt schon ziemlich. Nein. Ich habe vergessen, dass sie ja nicht wie sie festhalten kann. Lass mich durch. Boah, dass die einen schieben, ist so das Nervigste, was überhaupt möglich ist. Wohin laufe ich? Geh weg. Lass das. So, speichern. Hallo. Ich gehe nochmal an dir vorbei. Hoffentlich gar kein Problem, ne? So. Guten Tag, da bin ich wieder. Als ob ich jetzt wirklich genau so gesprungen bin, dass ich in die Lücke gefallen bin. Ach ja. Gut Job mal wieder. Sag mal, möchte sie irgendwie sterben oder
Was ist so ihre Intention? Ja, cool, danke. Geh weg. So, ich habe nichts mehr gedrückt. Ich habe eine Millisekunde nach vorne gedrückt. Und genau, sobald ich diese Wand berühre, rennt sie einfach automatisch weiter nach rechts. Auch wenn es für sie keinen Grund gibt, weiter zu rennen, weil ich nämlich nicht mehr gehen, nicht mehr rennen drücke, sondern ne, einfach nichts. Aber sie macht trotzdem. Und ich wüsste gerne warum. Warte, waren wir nicht gerade eben hier? Ne, da waren wir. Ne, doch, hier waren wir. Aber was ist hier? Wo kann ich hier hin? Da geht's runter. So, wenn wir jetzt hierhin folgen würden, dann würde ich mir Sorgen machen. Das ist, glaube ich, selbst für die Skelette ein bisschen tief. Und zum Glück können die keine Leitern klettern. Die können springen, aber die können nicht klettern. Dreizack? 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 Bitte? Das wäre echt super, wenn ich jetzt noch irgendwie den letzten Dreizack bekommen würde. Nein. Bin ich jetzt einzigartig für eine Munition hier runtergegangen? Das hat sich ja nicht so gelohnt. Ich wollte eigentlich eher lieber einen Dreizack haben. Aber wenn ich den hier jetzt wirklich nicht finde, dann muss der ja woanders sein. Dann kann ich auch nicht übersehen haben. Ne, hier ist echt nichts. Das war einfach nur für die Munition. Ja, gut. Dann geh wieder hoch. Dann ebenso. Ich hoffe, die warten wahrscheinlich schon hier, ne? So wie ich das Spiel kenne, stehen die einfach jetzt an der Klippe und warten. Das habe ich so... Es war so klar. Natürlich. Ihr Camperschweine, ey. Nein. Hier geht's nicht lang. Ha! Boah, wie ich den Sprung einfach geschafft habe. Ich bin begeistert. Ich weiß nicht, warum ich den Weg gerade zurückgehe, aber ich mach's trotzdem. Weil ich immer noch die Befürchtung habe, dass ich irgendwo hier einen Dreizack übersehen habe. Aber hier kann eigentlich keiner mehr sein. Nee, das sieht nicht so aus. Ich lade und gehe den ganzen Weg nochmal. Also wie den ganzen richtigen Weg. Hilfe. Falscher. Aha. Es geht links und rechts rum, wohin springe ich? In die Mitte. Falsch. Ich hab das gerade im falschen Kopf gehabt. Hi. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ihr manchmal den Hinsprung so schafft und den Rücksprung muss ich mich festhalten. Danke, Decke. Das war echt nett von dir. Gut, dass du meinen Sprung blockiert hast. Ich meine, ich hätte überleben können. Das wäre das gewesen. Was würden die Nachbarn denken?
So. Der backt da schön in der Wand, so gefällt mir das. Adieu. Das war nicht so gut. Aber der backt da immer noch rum, also ist alles gut. Jetzt aber wirklich adieu. Wir brauchten noch drei, ja klar, wir brauchten drei, oder? Oder habe ich gerade irgendwie was in meinem Kopf dazu gedichtet? Wir brauchten noch drei Zacken. Oder nicht? Ich meine, wir können jetzt theoretisch auch mal. Also wir haben ja in dem einen Raum noch einen Weg. Mal schauen, ob wir den. Also ich glaube, da war noch einer, so wie ich das jetzt richtig im Kopf habe. Den können wir ja nochmal gehen. Und gucken, ob da was ist. Hi. Schön, dass du da bist. Und ansonsten gehen wir erstmal wieder zurück in den Poseidon-Tempel und gucken dann, dass wir da was finden. Sag mal, willst du aufhören, immer mit den Schussbahn zu springen? Immer in den Sprungbahn zu springen. So, ich würde aber sagen, bevor wir uns um den letzten Dreizack, falls es einen gibt, auf die Suche nach dem machen, ja, mache ich ja meinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tomb Raider 4 The Last Revelation und bis dahin sage ich ciao.